Ja, hallo zusammen, hier ist der Fuchskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und hier haben wir Ted Gein is back aus dem Clan Quick, ne, Q-U-I-C, mit den GWE 110er Art hier der deutschen Fraktion auf der Map Kloster im Norden gestartet. Reines 10er Gefecht. Zwei Gunmax hat er drauf. Ja, würde ich mal sagen, fährt er hier die 8er Linie lang. Beziehungsweise stellt sich hier hinten hin auf A8, schätze ich mal so. Munitionsverteilung hat er 10-mal die normale HE mit 1100 Damage, 53 Durchschlag, 12 Meter Wirkbereich, 20-mal die Premium HE mit 13,2 Meter Wirkbereich. Ja, reine Szenerbattle, wir haben 4 Heavys, 4 mittlere Panzer, 6 TDs, keinen Light und er als einzige Arti. Ja, gucken wir mal, wo er jetzt hin aimt. Schuss schon mal da. Ah, vielleicht ein bisschen Splash-Schaden, irgendwas. Ah, hätte er sich. Da kommt er gar nicht drauf. Auf das Objekt 260 und den T62A. So, was haben wir denn da Schönes? Ah, den hat er angehustet. Da fehlt ein Stück. Objekt 268,4. Ja, Reload-Zeit hat er hier. Muss ich mal gucken, was er gleich anzeigt. Original hat das Ding ja 37,4. Und er hat das auf 30 Sekunden gedrückt. 477 auf das Objekt 268,4. Da steht noch ein FV-4005 dahinter. Das Dixie-Klo mit der fetten Kanone. Ne? Ja. So, T-62A steht schon hier hinter der Ecke. Ja, kleines Red-Kit, kleines Med-Kit und Ration Schokolade. Aber gleich ist er durchgeladen. Und Schuss geht raus und 331 den Objekt 260 abgeknipst. Ja, gehen wir mal zur Mission. Das ist Block 4, Kämpferherz in Richtung Objekt 279F. Ja, schon hat er schon einen Teil erfüllt. Der Mission. So, 9 Sekunden. Dann gibt es wieder was auf den Kopf. 1:2 steht es. Na, Schuss raus. Ah, das war knapp, aber 298 den T62A abgeknipst. Ja, wunderbar. Ja, er hat mir noch ein weiteres Replay geschickt und zwar die M43 und zwar mit der dritten Gunmark auf Mogo Wanka. Aber leider ist dieses Replay defekt und man sieht nur die letzten 2,5 Minuten. Ich weiß noch nicht, vielleicht knall ich das als Bonus, weil es der dritte Gunmark ist hier hinten mit dran. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt erstmal den T62A rausgenommen. Erster Kill. Da in diesem Dorf steht eine V215B. Dann haben wir hier noch so eine Zweiergruppe. 60 DP und Objekt 705A. Ja, 5 Sekunden noch. Ja, Einziehzeit 4,6 Sekunden. Kann man natürlich auch ein bisschen drücken mit Equipment. Das sollte Splash-Schaden geben. 310 Meter Sichtweite. 40 km vorwärts, 10 rückwärts fährt das Teil. Und ja, die Kanone geht 0 Grad nach unten. Falls mein Gegner zu nahe kommt, müsste ein bisschen höher, tiefer stehen. Nicht höher, tiefer stehen. So, gleich durchgeladen. Dann Objekt 260 nochmal. Jawohl, schöne Breitseite in das Objekt 260. 431 Hitpoints abgesucht. 1724 Damage, 362 Standschaden. Tja, 6 Grad geht die Kanone links wie rechts, ehe das Fadenkreuz aufgeht. Dann richtet sie sich neu aus. So viel immer schon mal dazu. Schuss geht raus, der wird wohl nicht ankommen. Achso, nicht geschossen, jetzt schießt er. 260, ich dachte jetzt, das habe ich jetzt falsch interpretiert. So, 260 nochmal den
Objekt 268,4 abgezogen. 6:5 steht es. Ja, schade, wenn da das Replay kaputt ist. Aber vielleicht, sag ich ja, nehme ich ja die letzten 2,5 Minuten trotzdem auf. Ja, auf das Objekt 705A kommt da nicht drauf. Da ist noch ein Objekt 140. Ja, einziehen, 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 einziehen und Schuss raus, Zweiergruppe. Jawohl, 298, 140, den Objekt 140 abgezogen und den 268,4 auch nochmal 200 abgezogen. Beide gestand. Gab es noch ein bisschen Unterstützungsschaden da. Und Standschaden besser gesagt. So, FV 215B 183 ist raus. Gleich durchgeladen. Und gehen sie beide. Schuss geht raus. Jawohl. Beide nach Hause geschickt. 3 Kills. Doppelkill. Das heißt erstmal Artillerist. Ne? Gibt es da die Auszeichnung für? Ja. Wenn man 2 Gegner mit einer Granate zerstört, bekommt man Artillerist. Und die auf der die englische Version ist ja Bombardier. Hm? Ja. Irgendwie spinnt hier die Seite der Server rum von MyReplays. Ich musste das Replay, Gott sei Dank, ich habe es noch bekommen. Gerade so. Und dann konnte ich die Stats nicht aufrufen. Da ging es wieder, da wieder nicht. Und habe ich es bei WOT Record auch nochmal hochgeladen. So, schöner Treffer auf den FV 4005. Ne? 506. Das war schon mal gut. 11:9 steht es. 3378 Damage. 748 Standschaden. So, in 5-6 Sekunden begrüßen wir nochmal den FV. Er ist der Held des Tages jetzt. Ah, ist dazugegangen. Ärgerlich. Oh, Progetto 65 jetzt anvisiert. Ist gerade im Nahkampf mit dem Objekt 140. Jawohl, schöne Breitseite. 494 und da gibt es noch Stenschan 339. Jetzt geht's um die Wurst. Wer? Jawohl. Progetto 65 raus. Nur noch FV und die gegnerische Art, die FV 4005. Habe ich irgendwas verkehrt gesagt vorhin? Ach Quatsch, die Conqueror. GC, ich habe mich doch gerade 104.005, ist doch der Jagdpanzer. Jo, jetzt nur noch Conqueror. 4.011 Damage, 1.915 Standschaden in 3 Sekunden. Ja, und die letzten 4.55, nein, da kommt die Granate zu spät, das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zur Auswertung. Ja, wie gesagt, ich habe das Replay dann nochmal hochgeladen hier von Tedkin is back bei WOT Record, weil mir das zu unsicher war, dass ich da vielleicht nicht mehr an die Stats komme. Ja, ist egal. Machen wir hier, ne? Ja, Überschrift, wie gesagt, von mir. Und dann haben wir hier das Panzer, dann haben wir hier Artillerist. Ja, wenn man, wie gesagt, mit einer Granate 2 Gegner zerstört. Dann haben wir Schläger, 95.281 Credits. XP kommen wir später. Dann haben wir 7 von den Anleihen von den Bones. Und dann die Gorus-Medaille und die gibt es eben für 10-mal so viel Damage wie Hitpoints. Dann gehen wir in die Teamauswertung und da hat er 4.424 Damage, 3 Kills, 1.107 Basis-XP. Und dann geben wir einen ausführlichen Bericht. Ne? Rein 14-mal geschossen, 6-mal getroffen, 16-mal Splash, 3.000
605 über 300 Meter und dann eben die, naja, das sind dann auch 800 Meter, 800 Damage unter 300 Meter. Ja, dann hat er hier Stenshan, also durch das betäubende Fahrzeugen, 1915 Damage, macht einen kombinierten Schaden von 6339. Gefahren ist er, müssen wir mal gucken, hier, wo ist er denn hier gefahren? Gefahrene Strecke, ach du meine Güte. 300 Meter, jawohl. Dann war er schon am Ziel. Dann ist er auch stehen geblieben. Bei einer Art, die kann man das ja auch machen. Ja, dafür gab es 73.293 Credits. Dann abzüglich Munition und Ration bleiben 493 Credits über. Und das Ganze hat gedauert 9 Minuten und 2 Sekunden, also 9 Minuten. Ne? Und dann haben wir hier die Basis-XP und es sind gleich plus Siegbonus 1650 XP. Und plus 82 freie Erfahrung. Heute ist wieder Versprechertag. Ja, wunderbar, schöne Runde mit dem GWE 100. Und wie gesagt, vielleicht packe ich das noch hinten dran. Das muss ich nochmal mit ihm besprechen. Ja, ansonsten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. So, dann kommen wir zu der Auswertung bei diesem Gefecht mit der M40, M43, Mukovanka, dritte Gunmark. Und es, ich wollte wenigstens die Stats bringen, weil die letzten 2,5 Minuten, also 2 Minuten 21, und da lief nicht mehr viel, weil er ist gleich den nächsten Schuss dann rausgegangen, wurde dann rausgenommen, und ja, und dann war es am Ende. Und somit haben wir wenigstens die Stats, ne? Der dritten Gunmark ist ja schon was Besonderes bei der Arti, und die wollte ich wenigstens als Bonus da hinten dran setzen. Ja, wie gesagt, zweiter Klasse, dritte Gunmark, wunderbar, 3 Sternchen auf der Kanone. Dann haben wir Schläger, 49.358 Credits hat er dann bekommen. XP kommen wir später, die Großmedaille hat er auch bekommen. Für 10-mal so viel Damage wie Hitpoints. Irgendwie meine Teamauswertung. Und da hat er 3515 Damage gemacht in der Runde, die wir leider nicht sehen konnten. Ein Kill und 643 Basis-XP. Und wie gesagt, er war da mit zwei Clan-Kameraden dabei. Das ist hier der Marcin, wie man es nennt, Nies mit dem T44, der 1597 Damage, 2 Kills und 489 Basis-XP. Und dann hier Almakon, den kennen wir ja schon, der hat schon mal mit ihm zusammen gespielt. Der hat den 122 TM gespielt und der hat 842 Damage, 0 Kills und 307 Basis-XP. Hier haben wir nochmal einen ausführlichen Bericht. 15 Mal geschossen, hat er 5 Mal getroffen, 17 Mal Splash. Ja, 3326 Damage über 300 Meter und dann eben hier, ja, so 190 Damage unter 300 Meter. Das war auf den Tiger 2, glaube ich. Ne? Ja, war ärgerlich mit dem Tiger 2, aber wie gesagt, es lohnt sich nicht, die 2 Minuten das zu sehen. Das ist, ja, okay. Ja, dann haben wir hier durch Betäubung, ne, Standschaden 631 und gefahren ist er 990 Meter. Dafür hat er bekommen 39.831 Credits. Dann hat er tapfer Gegenwehr, oh, Bonus 5040 und dann hat er 44.871 raus, abzüglich Repair, Munition und Ration hat er minus von 104.385. Wow, das war teuer. Ja, und die Runde ging bei ihm 14 Minuten, ja, und in der letzten Minute wurde dann leider rausgenommen und dann, ja, ist die Zeit abgelaufen, ne? Ja, und dann haben wir hier die Basis-XP plus tapfere Gegenwehr-XP 552 und da gibt es hier noch 27 freie Erfahrung. Hat er 1516 XP bekommen und 75 freie Erfahrung. Ja, ich finde, das war schon wert, das wenigstens aufzuzählen, und so eine dritte Gunmark kriegt man ja auch nicht jede Tage, ne? So, ich sage jetzt aber... Ja. Ciao und bis zum nächsten Mal.